Hast du Da ist er, Chat. Was? Ja, und deinen Anker hast du abgeholt. Ja, natürlich. Hier ist der Blatt. Seht ihr, Chat? Chat wollte, dass ich heute einmal in Ruhe streame und du kommst trotzdem. Du willst mich wiedersehen, ne? Jeden Tag. Als ob. Jeden Blatt. Tag. Ey. Jeden Tag. Steve, hast du gestern den Dings gesehen? Ja. Die ist voll auf süß, macht sie zu mir. Ey, komm, ich hab das Ding mitgenommen. So, ich denk so voll. Und heute schreibt sie mir, ey, du musst noch das Ding abholen. Und ich so, ja, stimmt, einer voll behindert, dass ich es vergessen habe. Und dann überlege ich und ich check so, Dicker, das ist ein Next Level. Das ist Anker studieren bleibt. Das ist einfach, verstehst du, das ist eine neue Form, die ich habe keine Buch noch darüber gelesen. Guck mal runter jetzt. Nimm mal deinen Stuhl. Wer auch, vor allem, ich dachte erst, das kann ja nicht sein so. Ich kann euch beweisen, dass es sein Anker war. Wisst ihr wie? Er hat nämlich die Audio, die er in seine Story gemacht hat, hat er abgebrochen, genau an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann es für dich aufladen, gar kein Problem, und ich kann es dir am Donnerstag vorbeibringen. Weil Was? Wir uns Donnerstag ja, so, das, wir hätten uns Donnerstag ja, so oder so gesehen. Du kannst, ich habe nicht gesagt, du kannst kommen, ey, du, hast Chat, gesagt, du hast gesagt, ich komm vorbei, ich hole ab. Warte mal, aber das Ding ist, ich habe ja nicht extra die Audio da abgehauen. Verstehst du, wie auffällig wäre das, wenn sie gesagt hätte, ja komm doch heute vorbei abholen. So auffällig geht ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Hände waschen. Hände ja, sind. Hast du gewaschen? Hände sind gewaschen. Ey, ich guck mal, weil, wisst ihr, ehrlich, jetzt kommt wirklich Real Talk. Chat, sag mir mal, warum müssen Männer Hände waschen? Guck mal, stehe ich so drauf. Guck mal, so wenn das ein Dings wäre, ja, darf man doch zeigen, oder? Ich stehe doch nicht so und halt mit meiner Hand bleibt hier vor den Strahl, das wie bleibt wie so ein kaputter Dusche aber überall hinspritzt. Ich hier. Halte doch ja, hier. Richtig. Nur bleibt, aber hier aber kommt hier doch. Aber hier ist doch auch dreckig, bleibt. Du gehst doch nicht in die Dusche. Wie ist denn hier dreckig? Scheiß nicht auf meinen Schwanz oder was? Digga, was für Dreck? Hör mir zu, wenn du in die Dusche gehst, waschst du auch noch nicht nur hier. Du wäschst deinen ganzen und nicht nur hier vorne, oder? Überall natürlich, ja, aber hier du? Ist doch nie dreckig. Ja, und natürlich. Großartig. Natürlich. Oh Gott, bei dir, natürlich, du wäschst doch, hier ist doch, bei euch ist das so, so, weißt du, was ich meine? Bei euch ist klar, dass alles hier bleibt, dreckig wird, bleibt. Aber bei uns ist so, Junge, aber da ist nur hier ein nein, Punkt, bleibt. Nein, ihr nehmt auch nur ein Taschentuch und tröpfelt nur so ab, wisst ihr, ich meine, aber wer nicht? Nimmt Taschentuch, bleibt still? Was, einfach so, ja, ein Anschütteln? Was denn? Ist doch so, Chat, ihr oder? Ihr seid so schlimm, ey, wirklich. Was, so abschütteln? Ja, und dann schüttest du ihr ins Gesicht am Ende. Nein, aber ab und zu. Ab, ja, ist auch desinfizierend, aber ab und zu tropft halt ein bisschen auf die Klobrille. Macht man dann ab, fertig. Aber manche haben schon so einen Strahl, so einen. Der geht dann so in alle so Richtungen. So ein Strahl. So wie wenn ich so, spucke. So ist es ab und zu. Ja, gestern, Chat, habt ihr gesehen, wie die mir ins Gesicht gerotzt hat? Die rotzt da runter, auf einmal kommt Wind dagegen. Ich sag, was geht ab, Alter? Du musst mir das noch richtig beibringen. Wie macht ihr nicht so, dass ihr abschüttelt einfach, oder nee. Was? Ihr macht also, immer mit Papierchen. In der Dusche kann man abschütteln, ja. Ja? Ja, aber wie, sonst, der, wie kannst du in der Dusche abschütteln? Boah, in der Dusche kann man pinkeln wie ein Junge, Leute. Wie? Als Mädchen. Wie? Aber du stehst schon so mit der Hüfte nach vorne, ja, ne? Ja, genau. So, wie beim Dings rasieren, okay, oder? Okay, einmal ganz kurz eklig, okay? Aber eklig. Also, wenn ihr als Mädchen in der Dusche seid, dann jetzt pinkelt kommt. Ihr wie ein Junge, weil ihr habt doch nur diese kleine Öffnung, wo das Wasser durchfließt. Welches? Aus der Dusche das ja, Wasser ja, oder aus nein, dem Loch? Aus dem Loch, wo das reinfließt, das Wasser, das Endwasser. Auf jeden ja, Fall. Ja, erzähl, wie pinkelt ja, auf jeden Fall hat man dann so ein Loch und dann machst du diese Bewegung nach vorne halt mit der Hüfte. Wenn da so fließt doch alles Bein runter, nein, Digga, nein, nein, wenn nein, du nein. so stehst. Nein, 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 das funktioniert. Wenn du dich konzentrierst und da in den Loch pinkeln willst, dann geht der Strahl wie beim Jungen ins Halt's Loch Mann. Und dann ist es sofort weg und dann hast du dich an deinen Füßen. Spreizen. Ja, spreizen und schon davon. Aber musst du eher so auseinanderziehen. Bleibst. Nee, du musst einfach pressen. So, und dann fliegt er genau, wie du den haben hab ich willst. Mal gesehen, ich zeig dir. Du hast gesehen? Ja. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. Chat, Alter, einfach bei mir. Wisst ihr, Chat, bei mir ist Chat. Richtig, Alter, ich träume heute davon. Chat, Alter. Habt ihr diese Hüfte vor allem gesehen, bleibt diese Hüfte? Bleib. Ich habe jetzt vor Augen, immer wenn ich jetzt ein Mädchen kennenlerne, werde ich vor Augen haben, bleibt, wie die da steht und das Loch versucht zu treffen, bleibt. Von dem Abfluss. Es gibt so einen Adapter, weil es haben sich Frauenrechte eingesetzt, Frauen okay. für Frauenrechte, haben gesagt, warum sollten wir immer sitzen, wenn Männer im Pinkeln und der Adapter sieht ungefähr so aus. Den machst du sozusagen dran, weißt du, was ich meine? Aber hier ist ein bisschen Bock? Besser. Und dann kann eine Frau genauso stehen und dann mit dem Jaro pissen. Oh mein Gott, das brauche ich für Flughafen. Was? Am Flughafen. Kann ich dann auch in die Männertoilette gehen, wenn ich das habe? Oder, Alter,
Mit deinem Bart kannst du auch in die Männertoilette. Weißt ja? du, das, wir Mädels haben halt immer als Struggle, ich bin trainiert, ja? Also wenn ich auf Toilette gehe, wenn ich bei jemandem bin, wo ich nicht zu Hause bin, dann pinke ich immer so. Wie? So. Alter, du pisst doch die ganze Toilette voll und den Boden, Alter. Alles ist eine Pfütze danach. Du bist überall getroffen, außer in die Toilette. Du machst so und dann ist es ganz entspannt, weil du musst dich da nicht raufsetzen. Meine Mutter hat mir immer beigebracht... Digga, du musst im Adler pissen und scheißen. Den hier, Digga. Den hier drauf, Alter. Kennst du nicht? Deswegen ist auf russischen öffentlichen Toiletten immer die Kacke neben dem Klo bleibt. Krass. Ja, im Adler, Alter. Aber das habe ich auch gelernt bei meiner Oma, da haben wir noch Pumpsklo in Dacia. Naja, bleibt. Da ist ja gar keine Dings zum Sitzen. Da ist ja nur diese zwei Füße bleibt und dann stellt sich drauf und dann in die. Aber ich habe mal die. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber der Legende nach gab es mal in Kirgisistan auch einen Jungen, der ist in dieses Loch bleibt gefallen, in die Kacke und so, Alter. Nein. Ertrunken, aber wie groß war das denn? Boah, stell dir mal vor, einen Scheiße zu ertrinken. Ja, bleibt. Ich weiß nicht, wie groß das war. 4.500 Zuschauer. 4.500 Zuschauer. Kuss, danke, danke, danke. Ich küsse euch, Radischkas. Ehre, Alter. Komm, wir spielen jetzt, wie man aus Flasche trinkt. Wie man? Oh Mann, ja, damit du wieder quetschen kannst. Hä, nein. Aber wir mussten immer, guck mal, in der Schauspielschule mussten wir immer, zum Beispiel hier, du nimmst so einen Tee und dann nimmst du den Teebeutel raus, weißt du? Ja. Aber als ob du, und du musst so trinken, als ob du nichts hast. Und das gleiche machen wir jetzt mit Flasche. Stell dir vor, du hast eine Flasche, nimmst die. Ja, du musst eine Flasche erstmal nehmen, Digga. Was machst du, Junge? Nimm eine Flasche. Okay. So. Wie groß ist die Flasche, Digga? Hast du ein Pimmelblatt in der Hand oder eine Flasche, Digga? Wie groß ist sie? Ja, so. Das ist die Schauspielübung, ja, so. So ungefähr, so. Nimm die. Und jetzt fühl, wie schwer die ist. Aber das ist eine Glasflasche. Okay. So. Heb hoch, wie voll ist sie? Du hältst so die Flasche, bleib. So. Okay. So, und jetzt? Ja, jetzt versuch zu trinken. Warte, ist die voll, bleib. Du hast jetzt ein Glas getrunken. Oder wie Baggerfahrer, bleib. Ja, komm, so. Okay, so. So. Ja, mach auf. Du musst so auf, so, du machst auf, legst rüber. Los. Wo ist deine Flasche? Ist sie bleibt auf 0,2 links geschrumpft? Mach mal hier die große Zuckerbleit. Ich kann doch auch hier halten. Ja, so. Komm mal. Aber das ist eine Glasflasche. Was sagst du? Das ist eine Glasflasche, Junge. Mach eine Glasflasche. Nochmal. Okay, Mann. Ja. Du bist so ein strenger Lehrer. Komm. Los. So. Und das ist eine Glasflasche. Die wird leerer, Junge. Die wird leerer. Die wird immer leerer. Und jetzt willst du den letzten Tropfen rausholen. Den letzten Tropfen. Den letzten Tropfen. Ich hab's nicht gesehen. Habt ihr gesehen, Junge? Applaus. Ich hab mir alle Klitsch gemacht, Mann. Was? Ja, ich hab mir alle Klitsch gemacht. Du bist so fies. Applaus. 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 Habt ihr das gesehen? Das als nächstes gibt's Dings. Weißt du, was Teebeuteln ist? Ja, zeig mal. Mach mal erstmal vor, was Teebeuteln sein könnte. Man macht's auch im Yoga. Es gibt auch im Yoga diese Position. Ja? Ja. Irgendwas mit den Beinen verschränken oder? Mach mal. Du hast drei Varianten. Was ist das, Junge, Alter, Digga? Das ist die will Hochzeit, Junge. Hau mal ab, Junge. Das ist einfach Teebeutel. Nein. Das hier ist. Das ist auch nicht. Ich wollte mich einfach von hinten nehmen, bleibt. Was noch? Oder was ist das? Das ist die Beute. Sie wollte kämpfen, vielleicht, Alter. Sie wollte angreifen, Alter. Das ist auch die Beute. Das ist nicht ganz, auch nicht. Aber ähnlich, ja? Nee, du kannst auch alleine zeigen. Probier mal. So? Fast, ist richtig. Probier mal weiter runter. Ja, so, zeig mal. Was hast du gemacht, Junge, bleib. Geh mal runter, mach mal. Ja, probier mal noch tiefer zu gehen. Dein Kopf muss eigentlich richtig da, richtig, da. Probier mal. Ja, das kommt schon ganz gut hin. Und jetzt, probier mal andersrum. Willst du mich anfurzen gleich, oder? Probier mal so eigentlich diese Stellung ganz gut, so, diese Stellung. Ja. Und jetzt, warte, wie soll man dir das erklären? Mach mal so, nimm mal, mach mal erstmal diese Bewegung in der Hocke
Einfach hin und her. Wie du dehnst. Das ist zum Dehnen auch gut eigentlich, ja. Weil siehst du, merkst du, du dehnst auch deine Leisten. Wohin bleib? Bleib mal hier. Du dehnst deine Leisten. Ja, merkst du das? Komm mal zurück, komm mal ein bisschen näher zurück. Nee, ist gut hier. Und du musst auch tief auf. Also, manchmal musst du richtig tief. Ich hab Knieprobleme, wirklich. Ja, muss richtig tief rein. Richtig tief. Ich hab Knieprobleme. Aber mach mal mit der Hand die Bewegung. Nee, Alter, du bist behindert. Was denn? Ich schwöre, nein. Was denn? Nee. Merkst du nicht die Dehnung? Ich weiß jetzt, was eine T-Beute ist. Was ist denn T-Beute? Ich hab's jetzt verstanden. Hä? Ich hab's verstanden. Was ist T-Beute? Also, im Prinzip ist eine T-Beute-Stellung im Yoga-Bereich. So, dass der Mann wahrscheinlich liegt, dass die Frau da drüber in der Russenhocke macht und dabei Gewichte stemmt. Hä? Also zum einen kannst du als Yoga zur Dehnung benutzen oder du bist der Mann, die Frau liegt unter dir und das sind halt deine Eier, die du in den Mund deiner Freundin sozusagen immer ab und zu wie ein Teebeutel reintunkst. Verstehst du? So, okay. Verstehst du? Ja, blin, ich wollte jetzt sagen, jetzt kann ja nur da blin. Bruder, Alter, was ist das für eine Stimme? Richtig behindert, Alter. Ich fühle mich richtig wie hier Dings. Wie im Kinderparadies. Ich schwör, das machen wir dann, wenn wir auf der Rummel gehen. Ich habe den Leuten schon erzählt, dass sie irgendwann auf der Rummel gehen. Das machen wir, oder Chat? Habt ihr Bock drauf? Nur Salz, Pagadi. Ha! Sogar. Blatt, Alter, was ist das für eine Stimme, Junge? Krass, ey. Berlin, mir ist Zeit, Alter. Oh, wie asozial, Alter. Die sagt, ich muss richtig pissen, Alter. Wir brauchen Alter. Hey, alle haben unter dem neuen Highlight-Video kommentieren alle Slavika-Dicken. Bruder, wo hab ich da einen Dicken? Einen kleinen. Einfach gleich 10 Likes auf dem Dings, auf dem Kommentar, bleibt Slavika-Dicken. Slavika 2,5 Meter Pippi-Mann. Jawohl! 2,5 Meter. Das sagen nur die ich Leute, messe die immer an der S-Klasse mein Pimmelblatt. Ja, siehst du, das sind die Leute, die wirklich den kleinsten haben, um sich dann aber vor anderen so cool zu machen. Also ich hab den größten, ich messe immer an der S-Klasse. Halt, ich meine, so, oh, Spiegel, genauso groß. Beim Messen machst du immer, ihr kennt es doch immer so, was man hat immer gemessen. Ja, was gemessen bleibt? Was? Ich meine Größe, Alter. Ja, wie viel? Und dann gemessen und dann macht man immer noch so 2 cm plus, egal wie groß, oder? Kennst du? Macht immer 2 cm plus und man misst schon, so drückt schon das Lineal so weit rein, bleibt. Guck mal, der lacht, der. Man drückt so weit das Lineal rein, dass einem schon wehtut, damit man noch ein paar Zentimeter rausholt. Kennst du, oder? Digga? Schon in allen Stellungen, Digga, schon am Runterdrücken, schon, Alter, weißt du, schon Abdruck vom Lineal, Alter. Aber Hauptsache, damit es größer ist. Und das Schlimmste ist. Hast du ein Foto immer gemacht, dann mit Lineal? Was? Nein, für Foto, Digga. Nicht Foto, reindrücken, Alter. Und das Schlimmste ist, wenn du kein Lineal hast und nur so Geodreieck bleibt, dann tut es richtig schwer. Weil das richtig rein. Ja, Freund von mir hat richtig Wunde gehabt, Alter. Der blutet bleibt mein Jaro jetzt. Ja, bleibt dabei auch, was drückst du mit Geodreieck da rein, Alter. Krass. Ja, weißt du, was, bei uns weißt du was? Wisst ihr nicht bei euch? Den nee, aber wir haben was anderes gemacht, um auszuprobieren, wie es so ist, wenn mein Jaro drin wäre, als wir hier waren. Was macht ihr da rein? Fernbedienung oder was? Nein, willst du hören? Sag. Gurke? Nein. Halt, Dämmer, komm jetzt nicht mal mit... Nee, wir waren noch jung, da kannst du noch nicht eine Gurke reinstecken, was ganz Kleines. Ja, Schalthebel bleibt vom Auto, Alter, vom Golf 3, nein, Alter. Nein, Mann, Murmel. Murmel? Bruder! Alter, wolltest du Perlen schmuggeln oder was, bleibt? Was für Murmel, Junge. Also meine Freundin und ich, wir haben eine Murmel reingesteckt als erstes. Und du hast sie doch verloren dann. Wie hast du die denn raus? Das ist doch eine Vorhaut, oder wie nennt man das? Bruder, was? Habt ihr gehört, Chat? Vorhaut, Junge. Bruder, die hat Vorhaut einfach, Junge. Bruder, die hat gerade zugegeben, dass sie Jaro hat, Alter. Die hat Vorhaut. Jungfernhäutchen, genau. Was für Vorhaut bleibt haben wir? Jungfernhäutchen. Und da kannst du noch gar nicht reinstecken. Das geht doch nicht. Das muss doch erstmal reißen. Ja, aber wie habt ihr dann? Habt ihr so mit Murmel gespielt? Hin und her euch die Murmel? Wir haben es nur hin und her. Habt ihr euch so geschossen hier auch? Wir haben es nur hin und her gerollt. So? Ja, die Murmel einfach hin und her gerollt. Und oh mein Gott. Hat gefallen? Er war schon fürs Erste. War schon geil. Okay. Ja? Wie alt warst du dann? Ich glaube, ich war 13. Bruder, Alter. Elena mit Murmel, Alter, mit 13, Alter. Man munkelt auch, dass die Murmeln auch Fischmurmel genannt wurden. Ah! Du weißt, es ist kein Passion in meiner Welt. Du musst mich verstehen, auch wenn es dir nicht gefällt. Es gibt nur eine Nacht zwischen 1000, hättest du sie mir geschrieben, wär ich bei dir und nicht draußen.